Hallo meine Lieben, kommen wir zum Kosmetikmord August. Ja, der August ist rum. Was haben wir denn so verbraucht? Als erstes Elvital revitalisierendes Shampoo. Klappt. Auch mit der Aussprache. Ich habe es früher gern benutzt. Das habe ich, glaube ich, irgendwo schon mal gesagt. Ich glaube, beim Review drüber. Ich habe es gern benutzt, aber mehr als ich Locken hatte. Weil jetzt mit den glatten Haaren lässt es meine Haare unheimlich schnell nachfetten. Und wer Probleme hat, durch sein Haar durchzukommen, wird mit diesem Shampoo glücklich sein, weil es die Haare wirklich geschmeidig macht. Und es klingelt an der Tür. Ich wollte gerade sagen, da bin ich wieder. Da komme ich noch nicht mal zu. So. Ich bin wieder da. Falls sich irgendwer mal fragt, Conny, warum siehst du in so vielen Videos so identisch aus? Ich habe vorgedreht. Conny, warum drehst du vor? Ich drehe vor, weil ständig irgendwas ist. Entweder klingelt Oma an der Tür oder meine Mutter oder mein Bruder oder das Telefon klingelt oder keine Ahnung, irgendwas passiert immer. Und wenn ich denke, dass ich mal Ruhe habe, dann drehe ich gern auch mal 2, 3 Videos vor. Manchmal stauen sich Videoideen oder Themen einfach auch mal an und ich kam irgendwie vorher noch nicht dazu und mache es dann. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Naja, manchmal denke ich auch, ich hätte Ruhe und dann habe ich keine. Und das seht ihr dann in dem Video, wie jetzt. Aber jetzt könnte ich das Video schaffen. Ohne, dass es nochmal klingelt. Vielleicht mit Telefon. Oder ein Hund zerfleischt mich. Nein, Hund liegt im Fenster und schläft. Also, vor letzterem habe ich erstmal Ruhe. Aber wo wir schon beim Thema Mord sind, kommen wir zurück zum Kosmetikmord. Also, dieses Shampoo, wie ich sagte, für jemand, der krauses Haar, also Dauerwelle hat, ideal. Koloriertes Haar, ideal. Problem, bei sehr dünnem, feinem Haar wie meinem, schnell nachfettend, also nicht so prickelnd dabei. Trotzdem habe ich es immer gern gehabt. Also wenn ich Dauerwelle hatte, ist das mein absoluter Favorit. So, was haben wir denn noch leer gemacht? Ene, mene, mu und raus bist du. Balea, Kiwi and Cream Rasiergel. Alle leer. Es riecht gut. Es funktioniert. Mein Favorit ist es jedoch noch nicht. Weil ich komischerweise schon die zweite Dose habe, wo ich immer wieder Probleme mit dem Druck hatte, mit dem Schaum an sich, also mit dem Gel, dass es rauskommt. Mein Favorit ist es nicht. Ich muss sagen, bei dem für sensible Haut, das rosafarbene, was es gibt davon, komme ich eindeutig besser mit klar. Und Setting Care von Gillette ist mein Favorit bisher. Was ich so an Rasiergel ausprobiert habe. Aber geruchlich war es top. Das kann man nicht anders sagen. Aber wie gesagt, ich hatte immer Probleme mit der Düse. Vielleicht hatte ich wirklich immer 2 Montagsprodukte. Ich weiß es nicht. Ich muss sagen, das für sensible Haut gefällt mir da besser, wenn es denn Balea sein soll. Auch leer gemacht, ein Rasierschaum. Was mich ärgert, hört ihr das? Da kommt nur noch Wasser raus. Und ich finde es schade, dass man das Produkt nicht komplett aufbrauchen kann. Es ist noch so viel drin, man könnte es noch benutzen, aber es funktioniert nicht. Ich kriege es nicht mehr als Schaum raus, es kommt nur noch Wasser raus. Und das finde ich etwas schade. Ansonsten mag ich es ungemein. Benutze es gern. Benutze es auch weiterhin. Ich habe es noch. Also ich habe das Produkt noch, noch eine Flasche da. Und benutze ich auch weiterhin. Auch aufgebraucht. Elvital Color Glanz Spülung. Gefällt mir nicht. Lässt meine Haare zu schnell nachfetten. Geruch ist okay, aber es ist in Ordnung, klar, aber ich habe keinen Bock, dass meine Haare nach ein paar Stunden schon aussehen, als wenn ich sie 3 Tage nicht gewaschen habe.
Das hasse ich an meinen glatten Haaren. Wirklich, ehrlich. Ich finde es so furchtbar. Und damit passiert es leider. Daher kein Nachkaufprodukt. Nicht für mich. Ja, haben wir noch was, wo wir drüber herziehen können? Ja, Valeria Young. Der Duschtraum. Erdbeer. Habe ich schon mal erwähnt, dass mit meiner rheumatischen Erkrankung es normal ist, dass man ständig Sachen fallen lässt? Hoffentlich glaubt mir das jetzt einer. Spaß beiseite. Ist wirklich so. Man lässt häufiger was fallen als andere. Sahnig und sinnlich, Duschschaum, Erdbeertraum. Es riecht sowas von nach Bonbon. Nach diesen Erdbeersahne-Bonbons von Campino? Campino? War das Campino? Nee, nicht Campino. Ich habe es, als ich die Review zu dem Ding machte, auch schon vergessen, wie diese blöden Bonbons heißen. Egal. Ihr wisst, welche ich meine. Auf jeden Fall riecht es tierisch nach künstlichen Sahne-Erdbeerbonbons. Zum Duschen katastrophal. Für Kinder absolut ideal. Und für Pärchen. Ansonsten für mich kein Nachkaufprodukt. Lebe wohl, ich bin stolz, dass ich dich leer gemacht habe. Ansonsten warst du ein Fehlkauf. Mal etwas Wasser loben können. Alverde, Pflegedusche, Olive, Aloe Vera. Ich mag den Geruch. Ich mag ihn. Manche finden ihn altbacken. Ich finde ihn irgendwie gut. Ist für mich aber mehr so ein Herbst-Winter-Shampoo, sag ich schon. Shampoo-Duschgel. Mehr ein Duschgel für den Winter. Irgendwie hatte ich trotzdem Bock drauf und hab's leer gemacht. Wahrscheinlich, weil ich ja auch, wie ihr schon wisst aus meinem anderen Video, die Olivenöl-Body. Hab ich heute eine Wortfindungsstörung? Nein! Bodylotion. Jetzt haben wir's. Conny, heute ein wenig verpeilt. Das liegt an den Dämpfen von denen, die ich gerade so... Ne? Okay. Ist auf jeden Fall ein Nachkaufprodukt. Mag ich. So. Kein Nachkaufprodukt hingegen ist die Alverde Dental 5 in 1 Zahncreme mit Nanaminze. Die ist gruselig. Ich mag sie gar nicht. Ich habe, glaube ich, schon mal irgendwo bei der Review gesagt, wenn ich einen Biber frühstücken will, frühstücke ich einen Biber und brauche dafür keine Zahncreme. Es ist wirklich furchtbar. Total pelziges Gefühl auf den Zähnen. Widerlich. Nein, danke. Nicht nochmal. Hingegen sehr schön finde ich diese hier. Die habe ich nämlich auch leer gemacht. Nein, ich habe nicht wie irre und habe mir da die Zahncreme ins Maul geschmiert. Ich hatte hiervon noch einen Rest und die andere habe ich mich gequält. Und hiervon hatte ich die halbe Tube noch ungefähr oder so und habe die halt dann aufgebraucht. Man denkt mal, wie Conny in einem Monat zwei Zahncreme leer gemacht? Nein, natürlich nicht. Ich habe die auch abwechselnd benutzt und. Also, Bio Repair, bisher mein Favorit, was Zahncreme angeht. Kann man nichts weiter zu sagen. Baut den Zahnschmelz auf, wobei bei meinen Zähnen Hopfen und Malz verloren ist. Aber man hofft halt trotzdem noch. Nein, also wie gesagt, das ist meine bisher Favorit. Wobei, ich habe momentan die rosafarbene davon am Wickel. Ich habe jetzt erst die Meridol wegen meinem Zahnfleisch. Und danach habe ich wieder hiervon die rosafarbene am Wickel. Die ist ein bisschen milder noch als die. Die finde ich fast sogar noch besser. So, was haben wir denn noch Schönes? Sie ist endlich alle. Meine Kirschblüte von Florena. Meine Handcreme. Sie ist endlich alle. Ich habe die immer ganz, ganz unregelmäßig nur benutzt am PC. Ich hatte die am PC stehen und immer, wenn ich mal so dran gedacht habe oder das Gefühl hatte, dann habe ich die benutzt. Und die habe ich also wirklich nur am PC aufgebraucht. Endlich ist sie alle. Ich bin so stolz, dass die endlich alle ist. So, dann haben wir leergemachte Dove Go Fresh. Das ist, glaube ich, so ein Gurkending, ne? Ist Gurke, ne? Grüner Tee und Gurkenduft. Ich stehe auf Gurkenprodukte. Sowohl zum Essen als auch zum Benutzen. Also, ich mag's. Riecht frisch. Ich find's gut.
kann man mehr zu nicht sagen. Also ich mag das Duff Gurkendeo. Nicht so gut gefallen hat mir More and More. Da hat sich gerade die Gurke verabschiedet. Die fiel gerade herunter. Ich habe hier nämlich ein Säckle stehen, wo es dann gleich in eine Tonne geht mit. More and More hat mir nicht so gut gefallen. Ich hatte ja schon mal gesagt, dass diese ganzen Eau de Toilette-Dinger nicht so wirklich pflegend sind. Ich meine, sie reinigen, riechen auch oft gut. Das hat mir jetzt nicht ganz so gut gefallen vom Geruch. Den Duft an sich mag ich, beim Parfum ist er okay, aber hier hat er das irgendwie nicht übertragen, irgendwie altbacken, ich weiß nicht. Also hat mir nicht gefallen, ich bin froh, dass es weg ist. Auch aufgebraucht, Sebamed, die Creme, kleines Testchen, Testpröbchen, ist auch weg. Ebenfalls aufgebraucht, übrigens Sebamed war okay, die Creme, also gibt es nichts Schlechtes übrigens zu sagen. So. Florena Tagescreme mit Olivenöl hat mir nicht so gefallen. Hat Pickelchen verursacht bei mir. War jetzt nicht so prickelnd. Wobei ich momentan als Tagespflege, als reguläre Tagespflege eh noch die für Mischhaus habe von Florena und die vertrage ich sehr gut. Die hingegen habe ich nicht vertragen. Ich habe sie dann nur für den Halsbereich benutzt und da funktionierte sie. Für Hals und Dekolleté, da ging es, aber sobald ich sie im Gesicht angewendet habe, Pickelchen. Also das war dann kein Nachkaufprodukt für mich. Ja, kommen wir zu den ganzen weiteren Pröbchen. Ich habe ja dann doch einige Sachen hier noch gemordet. Balea Color Schutz Intensivkur. Zwiespalt. Das Haar fühlt sich gesünder an. Das Haar fühlt sich besser an, aber nicht seidiger. Wie soll ich das beschreiben? Ich hatte nicht das Gefühl, dass mein Haar, wie jetzt bei anderen Kuren ich es kenne, dass man zum Beispiel leichter durchkommt. Das hatte ich gar nicht das Gefühl. Ich meine, gut, sie ist ohne Silikone. Vielleicht liegt es daran. Ich weiß es nicht. Ich hatte schon das Gefühl, dass mein Haar Kraft bekommen hat. Aber ich weiß nicht, irgendwie hatte ich dieses typische Kurgefühl nicht, dass ich meinem Haar eine Kur gegönnt habe. Das Gefühl hatte ich irgendwie nicht. Ich werde sie aber nochmal benutzen und vielleicht auch mal länger. Ich weiß es noch nicht. Ich bin noch zwiespältig. Also ich überlege, ob ich sie nochmal benutze oder nicht. Ich bin hin und her gerissen. Wahrscheinlich eher nicht. Ich weiß es nicht. Also irgendwie diese Kämmbarkeit hat mir gefehlt. Aber andererseits hatte ich diese Kraft irgendwie immer. Ich weiß es nicht. Also ich bin da wirklich hin und her gerissen. Ich glaube, man muss sie doch mehrmals benutzen, um sich da wirklich ein Urteil bilden zu können. Weil es liegt, glaube ich, daran, dass die wirklich silikonfrei ist. Jedenfalls steht es drauf. Also ja, hier steht ohne Silikone. Ob es nun mehr Farbglanz gebracht hat, mag ich nicht zu beurteilen. Ich fand nicht. Also ich habe da keinen Unterschied gesehen. So, dann hatte ich die Mangomilch-Haarkur von Lavera. Die riecht wirklich lecker. Also die riecht wirklich gut. Ich habe es auch gern benutzt. Dieses Glattgefühl hatte ich auch hier wieder nicht. Dieses, dass man leichter durchkommt oder so, das hatte ich jetzt nicht. Ich hatte das Gefühl, ein bisschen störrisch ist mein Haar. Aber ich fand es im Großen und Ganzen eigentlich nicht schlecht. Muss man aber wahrscheinlich auch mehrfach benutzen, um rauszukriegen, ob es so wirklich was bringt. Ich hatte das Gefühl, dass mein Haar ein bisschen dichter war irgendwie. Ein bisschen kräftiger. Kann man so wohl bezeichnen. So, das war die. Was haben wir denn noch Schönes benutzt? Ah, meine aktuelle Tagespflege. Das ist auch die, die ich aktuell benutze, die Florena. Mattierende Tagespflege. Mit der komme ich sehr gut klar. Ich glaube, eine Review habe ich auch schon, glaube ich, gemacht. Oder war es nur auf dem Blog? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, das war nur auf dem Blog. Wenn ja, verlinke ich es euch unten. Mit der kam ich also, wie gesagt, sehr gut klar. Bin sehr zufrieden. Ja, mattiert schön. Und ich finde, sie funktioniert. Also ich bin zufrieden. Kann ich jetzt nicht meckern. Also passt. So, Hamamelis Lotion. Irgendwie dachte ich, das wäre wirklich eine Lotion, aber irgendwie war es mehr Gesichtswasser. Also es war jedenfalls super flüssig. Ob es was gebracht hat, kann ich nach der kleinen Probe nicht wirklich sagen. Ich habe sie, glaube ich, falsch angewendet einfach. Also ich dachte, es wäre eine Lotion zum Cremen, aber das kam dann nur so flüssig raus. Also ich denke, das ist eher so ein Gesichtswasser gewesen und
Es war okay, fühlte sich jetzt gut an, hat nicht gebrannt oder so, keine Irritationen, aber was das jetzt genau war, weiß ich nicht. Also ich bin da etwas überfragt. Kennt ihr das Produkt? Ich war etwas irritiert. Wie gesagt, aufgrund des Wort Lotion habe ich irgendwie was anderes erwartet. Keine Ahnung. Azulenpaste, Dr. Eckstein, ja. Geheimtipp, ne? Gegen Pickelchen. Abends auftragen, nächsten Morgen ist die Creme meistens noch da oder sie liegt im Kissen. Und wenn du Glück hast, ist der Pickel weg. Ich habe es einmal ganz knallhart fürs ganze Gesicht benutzt. Ich hatte einen super Teint, so à la Steinmensch aus der unendlichen Geschichte. Sah richtig lustig aus. Als ich meiner Oma die Tür aufgemacht habe, habe ich sie noch nie so lachen sehen. Nun denn. Auf jeden Fall, so blöd es klingt, wer fettige Gesichtshaut hat, für den könnte es so eine Art Trocknungskur sein. Weil ich hatte wirklich das Gefühl, nachdem ich dann das abgemacht habe, ich habe es also ein paar Stunden draufgelassen, bestimmt so 3-4 oder so, und habe es dann abgemacht und ich hatte das Gefühl, dass meine Haut zum ersten Mal seit Ewigkeiten wirklich, wie soll man das sagen, trocken ist? Zum ersten Mal wirklich nicht fettig ist. Wirklich, ich war die Wüste Gobi. Keine Ahnung. Also es war auf jeden Fall ein sehr interessantes Gefühl. Fragt mich nicht, warum ich das ausprobiert habe oder was mich da geritten hat. Ich weiß es selber nicht. Auf jeden Fall fand ich es sehr interessant. Die große Dose habe ich auch noch. Also die große Packung habe ich davon auch noch. Das Originalprodukt für, ich glaube, 8,90 Euro oder so. Ich habe es bei Amazon bei so einem Shop bestellt. Und normalerweise ist die super ergiebig, weil man sie wirklich nur auf die Pickelchenstellen oder Rötungen oder sowas draufpackt. Ich meine, gut, ein absolutes Wundermittel ist es jetzt nicht, aber es hilft schon. Also ich habe auch schon erlebt, dass wenn du es draufgetan hast, dass der nächsten Morgen das Pickelchen deutlich weniger war oder weg war. Also die Rötungen, finde ich, nimmt es ein bisschen raus. Das hatte ich auch nach meiner ganz Gesichtsbehandlung gesehen. Dass es also weniger rot war als sonst vom Gefühl. Also was Rötungen angeht, hilft es also auch ein bisschen. Und ja, das ist so der Pickelgeheimtipp übrigens auch. Ne? Also, habt ihr unreine Haut? Probiert's mal aus. Ja, dann habe ich ausprobiert Cure Solution Anti-Age von Yves Rocher. Ja, keine Hautirritation, schönes, angenehmes Gefühl auf der Haut. Ich habe jetzt, glaube ich, zweimal, glaube ich, mitgecremt. Viel kann man nicht drüber sagen. Also, wie gesagt, ich hatte keine Irritation, nichts, aber es hat mich jetzt auch nicht so umgehauen. Also, die in dem Roten, die ich noch liegen habe, die ist viel geiler. So viel dazu. Die werde ich mir also nicht kaufen. Das ist jetzt nicht so zwingend. Ich weiß gar nicht, ob ich nicht irgendwo noch eins rumfliegen habe, was kostenlos mal dabei war. Ja, doch, eins habe ich, glaube ich, sogar. Ansonsten, das kann ich vielleicht noch mal irgendwann ausprobieren. Und wenn nicht, geht's zu meiner Mama, denn meine Mama schwört auf das. Also, meine Mama schwört auf diese Creme. So, alle, die so alt sind wie meine Mama, schwört auf diese Creme. Oder auch nicht, je nachdem. Ja, dann habe ich nochmal Dr. Eckstein Gesichtspeeling ausprobiert. Ist ein nettes Gesichtspeeling, kann man nicht anders sagen. Also angenehm, lässt sich gut verteilen, rubbelt schön. Ja, ist nett, ne? Also gefällt mir. Auch ausprobiert, Lavera Faces. Vom Geruch rieche ich nichts mehr. Mist. Wartet mal, ich teste mal, ob man noch was riecht. Ja, man riecht noch was. Ich liebe den Duft von Lavera. Ganz ehrlich, also die machen so geile Sachen bezüglich des Duftes. Also da falle ich immer um. Vom Geruch her war die Creme echt der Hammer. Ich habe auch recht lange mitcremen können. Ich glaube sogar 4-mal oder so. 4-5-mal. Also sehr ergiebig. Und hier war nur 1 Milliliter drin. Und sie ist toll. Die Balance-Creme ist einfach toll. Ich kann nicht anderes sagen. Also sie fühlte sich gut an auf der Haut. Sie roch wunderbar. Ich liebe diesen Geruch. Okay, ich bin vom Geruch bestochen worden, also ehrlich. Ich könnte da jetzt noch ewig dran schnuppern. Also wir sehen uns in 5 Stunden.
andere rauchen, ich dufte. Ne? Naja, oder so ähnlich. Nun denn, also. Last but not least, Après Sungirl, Sungirl, was rede ich denn? Sungel, Knoten in der Zunge. Après Sungel, auch von Lavera. Der Duft ist hier jetzt ja neutral fast. Wenn man ihn dann aber auf der Haut hat, dann riecht er ein bisschen frisch. Hat eine unheimlich kühlende Wirkung auf der Haut. Das finde ich sehr, sehr angenehm, gerade wenn man, denke ich mal, einen kleinen Mini-Sonnenbrand hat oder ein bisschen gereizte Haut hat, beruhigt das ungemein und kühlt schön. Ich hatte jetzt nur wenig zum Testen. Ich habe es mir aber auf den Unterarm mal geschmiert und getestet und vom Gefühl her war es sehr angenehm und auch die Kühlung war ein bisschen länger. Also nicht nur nach einer Minute und Ende war, sondern ich denke so 5-6 Minuten habe ich schon noch gemerkt. Und dann ließ die Wirkung so langsam nach, dann hat man es nicht mehr wirklich wahrgenommen. Jedenfalls fiel mir nach 5 Minuten auf, dass es nicht mehr da war. Ich fand es ganz gut. Ob ich es mir jetzt kaufen würde, weiß ich nicht. Aber für diesen Sommer brauchte man es ja jetzt nicht mehr. Ne? Also dieses Jahr definitiv kaufe ich es nicht mehr. Weil so wie das Wetter draußen aussieht, kaufe ich mir lieber eine Winterjacke. So, das war mein Kosmetikmord. Und ja, den nächsten dann nächsten Monat. Bis dann!